Willkommen zurück zu Kingdom Comes Deliverance und unserem kleinen Versuch, hier uns irgendwie auszurüsten. Jetzt passt mal auf, wir haben jetzt schon ein, zwei Sachen geklaut. Die hier sind gestohlen, deswegen rüsten wir die jetzt nicht aus. Der Bogen ist auch gestohlen. Das Teil, also das ist ja nur das Schild. Ich glaube jetzt nicht, dass wir das einfach so ausrüsten können, oder? Okay, wir probieren das jetzt einfach mal aus. Den Bogen auch. Und die Pfeile jetzt erstmal dazu. 120. Ne, ist Damage, ne? Schaden. Anzahl. Das ist wahrscheinlich nur einer. Und von denen haben wir 3, 18. Ja, sieht ein bisschen komisch aus. Verletztes linkes Bein, okay. Ist nur die Frage, wie machen wir das jetzt? Haben wir eigentlich noch die Dietriche dabei? Lasst mal gucken. Ne, mehr, glaube ich, wir haben keine mehr, ne? Wir haben noch ein bisschen Gold. Gut, der ist jetzt auch wieder da. Ich kann mir gut vorstellen, dass das hier, dass da Rüstung drin ist. Kein Dietrich. Benutzt zwar die Leiter. Schwer zu knacken, schwer zu knacken. Kann man die Waffen eigentlich mitnehmen? Nee, ne? Doch, die könnte man sogar mitnehmen. Krass. Wir brauchen erst Dietriche. Und da müssen wir uns irgendwie das Zeug klauen, also ausleihen. Der ist immer noch da. Okay, wir gehen oben lang. Okay. Hier oben dürfen wir uns ja bewegen. Ich hoffe, wir werden jetzt nicht angezinkt, weil wir das Zeug tragen. Ja, das mit dem Schild, ich mach das mal weg. Ich mache auch mal den Bogen und das Zeug weg. Das ist mir zu riskant. Hallo. Das ist eine Kamera. Da ist der Chef. Dann sind wir einmal außen rum gelatscht. Okay. Sollen wir hier rein? Ja. Pferde, Mist, machen. Gut, hier ist die Küche und alles. Hallo, junge Dame. Okay. Da kommen wir ja auch nicht rein, ne? Das ist, wäre jetzt knacken. Öffnen. Irgendwo muss doch... Oh. Entschuldigung. Irgendwo muss doch noch so eine Rüstung irgendwie rumliegen, oder? Vielleicht in der Wachstube? Ja, gut. Ja, das ist nur leicht knacken. Die Fackel können wir mal mitnehmen, dass wir auch was sehen. Was? Wenn du Nachtlicht brauchst, halte 1 gedrückt, um die Fackel zu benutzen. Und noch besser, nimm einen Trank der Nachtfalken zu dir. Okay. Einfach nur ein Wächter. Ich bin jetzt echt überfragt. Lass uns nochmal zum Händler gehen und gucken, dass wir Dietriche bekommen.
Dorfbewohner. Dorfbewohner. Okay, wow. Chill. Spiel deine Spiele woanders. Ja, beruhig dich. So, wo ist denn der jetzt? Der Händler war doch jetzt hier irgendwo, oder? Alles deutet darauf hin. Siehst du es nicht? Scheint ein gutes Jahr für Äpfel zu werden. Eisige Winter. Ach, das ist er wahrscheinlich, ne? Gott sei mit dir. Händler, der Herrmann. Können wir handeln? Wenn du Geld hast? Ein bisschen. Okay, was haben wir? Billiger Wein, Dietriche. Sehr interessant. Eine Schatzkarte. Die sehr teuer ist. Aber sonst hat er halt nichts, ne? Verkaufen. Ja, das ist, okay. Die Dietriche. Nehmen wir mal 5. 72. Oh je. Immer noch 29. Okay, die sind echt teuer. Kostet einer schon 14. Und dann sollten wir das halt... Und dann, das kann man vergessen, das kriegen wir nicht bezahlt. Ich hätte die Dietriche nicht verkaufen sollen. Gegenstand kochen, Topf geben. Wir reden nochmal mit ihnen, vielleicht haben wir ja Glück. Weshalb brannte Sigismund Scarlets nie... So ist der Krieg, Junge. Gewisse Herren wollten die Dinge selbst in die Hand nehmen. Ach so. Aber wir kommen hier nicht mehr raus, okay. Das wird jetzt interessant. Wir brauchen halt Dietriche. Aber 14 pro Ding, das ist halt schon teuer. Sell ist halt schon ganz schön teuer. Gott sei mit dir. Mal gucken, ob man da irgendwas machen kann. Nee. Alles Gute. Ja, mit einem Dietrich kommen wir nicht weit. Hast du diese fürchterlichen Fremdlinge gesehen? Die mit den seltsamen Kleidern und eisernen Masken. Können wir einfach hier runterspringen. Sind wir auch raus. Wie macht man das jetzt? Scheiße. Also hier ist das Zeug drin. Und das wird wahrscheinlich die Truhe sein. Und weißt du, was ich von dem Händler weiß? Der es von den Kerlen weiß, die in Kuttenberg gegen sie gekämpft haben. Ja, wir müssen gucken, dass wir den irgendwie runtergehandelt bekommen. Oder dass wir irgendwas noch verkaufen können. Wenn du Geld hast. Alles Gute. Okay. Wir brauchen einen Dietrich. Was können wir denn verkaufen? Zum Beispiel die ganzen Äpfel. Bezahlen wir immer noch 12. Die Brötchen. Bezahlen wir 11. Den Käse möchte ich behalten, dass wir wenigstens etwas haben.
Ringelblumenaufguss. So. Jetzt hätten wir das mal. Warenkorb prüfen. Falschen. Lässt sich was am Preis machen? Selbstverständlich. Selbstverständlich. Gucken, ob wir Glück haben und wir 3 bezahlen können. Hier. Und eine Kleinigkeit für die Mühe obendrauf. Nun denn. Recht herzlichen Dank. Hä? Ja, okay. Dann gucken wir mal, ob wir noch einen kriegen. Können wir handeln? Wenn du Geld hast, dann behüte dich. Gucken wir mal, ob wir noch mal einen kriegen. Besprechen wir den Preis. Ja? Ah, okay. Da will er nicht großartig handeln. Okay. Hoch verschlechtert, ja, okay. Gut. Dann haben wir jetzt einen. Aber er halt immer wieder, ne? Also das mit dem Schlossknacken, das habe ich noch nicht so drauf. Ach du Heilige. Fehlgeschlagen. Ich habe keinen Dietrich mehr. Ich hätte vorher speichern sollen. Das ist aber auch eine Schande. Was macht man da jetzt? Das kann noch eine Weile dauern. Können wir handeln? Wenn du Geld hast. Dass der so teuer sein muss. Was können wir denn verkaufen? Ja, die ist halt nichts wert. Den Käse könnten wir noch verkaufen. Da haben wir aber nichts mehr zu essen. Schnaps möchte ich nicht verkaufen. Gehen wir die verkaufen? Können wir die hier verkaufen? Wie sieht's mit denen da unten aus? Aha. Und da haben wir nochmal Verband. Ja, das lassen wir mal. Lässt sich was am Preis? Warum nicht? Jetzt gucken wir mal. Gucken wir mal das. Dann vergiss es.
Warum der mir nicht gleich ein Gegenangebot macht? Können wir handeln? Wenn du... Gott behüte dich. Okay, also. Das passt. War das gerade eben nicht noch ein bisschen weniger? Besprechen wir den Preis. Ja. Wie wär's mit 7,7? Weil du es bist. Das ist zu wenig. Okay. 8,7. Wir sind hier fertig. Das führt zu nichts. Oh. Okay, das ist echt übel. Können wir handeln? Wenn du Geld hast. Das ist immer echt übel hier. Nur wegen einem Dietrich. So, also kostet 12. Lässt sich was am Preis machen? Warum nicht? Machen wir mal 8,7. Weil du es bist. Mehr. 11. 9,7. Pech gehabt. Also ich glaube, ne? Können wir handeln? Wenn du Geld hast. Das sind Schuhwucherer, muss man ehrlich sagen. Vor allem, jetzt wird immer teurer, ne? Sind wir schon wieder bei 12,8. Besprechen wir den Preis. Selbstverständlich. Was sagst du dazu? Das ist zu wenig. Okay. 12. Pech gehabt. Ja, das können wir vergessen. Boah. Ja, da brauchen wir mit ihm kaum nicht quatschen, weil wir das Zeug haben wollen. Ey, das ist echt übel. Wo haben wir denn das letzte Mal gespeichert? Bescheiden. Ja, ich bin jetzt echt überfragt, was wir jetzt machen, ne? Ich glaube jetzt nicht, dass der gestohlene Waren kauft. Wir probieren es jetzt mal. Was anderes bleibt uns nicht übrig. Schöne Axt. Entweder das oder gar nicht. Können wir handeln? Wenn du Geld hast, dann. Wir probieren das jetzt mal. Zwei Stück. Dann verkaufen. Minderwertige Pfeile. Dann 4 von denne. Der Streitkolben. Das Schild nimmer. Das Schild. Nicht anziehen. Hat er das jetzt angezogen? Wo denn das Schild jetzt hin? Lass mal den Warenkorb gucken. Da ist es drin. Okay. Lässt sich was am Preis machen? Selbstverständlich. Mhm. Mehr habe ich nicht. Was sagst du dazu? Nur ein wenig mehr und wir kommen ins Geschäft.
Ich hab nicht mehr. Mein letztes Angebot. Das ist zu wenig. Ich hab nicht mehr. Okay, aber es würde funktionieren. Dann gehen wir ein bisschen klauen, würde ich sagen. Also wir können das Zeug auch so verkaufen, gut. Müssen wir uns halt ein bisschen Zeug zusammenklauen. Stangenwaffen wären jetzt geil. Hier ist nochmal ein Bogen. Hier ist auch ein Bogen, oder nicht? Hier haben wir alles schon mitgenommen, das ist schwer zu knacken. Dann nehmen wir eben noch ein paar Pfeile mit. Da ist noch eine Breitaxt drin. Okay. Wir müssen jetzt aufpassen. Ja, aber guck mal, die gibt es uns 73. Das Problem ist, wir müssen ja dadurch, ne? Ich glaube, hier kommen wir nicht rum. So. La 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 la. Gott, müssen wir hier rumschleichen und machen und tun. 20 Jahre, bis wir das Zeug jetzt zusammen haben. Aber rein theoretisch könnten wir uns jetzt durch die Breitaxt extrem viel Dietriche holen. Passt mal auf. Wie viel kostet uns denn 9 Stück? 144. Okay. Dann verkaufen. Breitaxt. Kriegen wir 7. Okay. Dann die hier noch weg. Das Schild weg. Streitkolben weg. Weg. Von diesen Pfeilen können wir ruhig 18 Stück wegmachen. Okay. Jetzt gucken wir mal in den Warenkorb. Machen nochmal 5 weg. Sind wir bei minus 32. Kostet uns 2. Minus 16. Wir haben aber auch nichts mehr, ne? Okay, dann müssen wir halt nur 2 mitnehmen. Okay. Falschen. Besprechen wir den Preis. Selbstverständlich. So. Zahle 22. Erhalte. Einverstanden? Na dran. Geh noch ein... Machen wir 3? Ja. Perfekt. Okay, dann haben wir jetzt noch ein bisschen Gold gemacht. Wir haben jetzt 13. Gut. Und rein theoretisch könnten wir jetzt hochgehen. Mein Gott. Eine ganze Folge nur dafür gebraucht, um die scheiß Truhe da oben aufzumachen. Ich höre ihn, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Ich bilde mir das ein. So. Halt, bevor wir das jetzt machen, speichern. Spiegelspeicher, danke. So, jetzt.
Ich verstehe das alles noch nicht so richtig. Jetzt passt mal auf. Versuchst du mit dem Mechanismus zu drehen, ohne dass der Dietrich an den richtigen Stelle befindet, blockiert die Mechanismus. Und der Dietrich wird beschädigt und zerbricht sogar. Schaden am Dietrich verursacht ein Geräusch. Okay. So, dass du den Bedienungsgrenzen drehen. Zugleich musst du die Bewegung des Drehs mit der Drehung des Mechanismus koordinieren, da die Drehung die Bremse des Allpunkts ändert. Okay. Ach, jetzt habe ich es mal verstanden. Na dann, alle stillen bitte. Jetzt habe ich es mal... Alter. Okay, also. Grünes Hemd, Lederhandschuhe, Nackenschutz. Ich nehme mal den Wappenrock. Dann nehmen wir das Teil. Das da, wir sehen echt sexy aus. Das ist der Wappenrock. Das haben wir ja an. Das dann noch. Die Handschuhe haben wir auch an. Und die Kapuze noch immer drauf. So, jetzt sind wir voll ausgerüstet. Dann nehmen wir noch das Schild. Den Bogen, die Lammpfeile. Und jetzt sind wir voll ausgerüstet. Jetzt passt auf, jetzt lass uns nochmal gucken. Beschaffe dir ein Pferd, verlasse die Burg. Hallo. Ist der Stallmeister, mit dem wir nicht quatschen können? Ist es jetzt stehlen? Aufsitzen und stehlen. Das Pferd ansehen, okay. Ich weiß nicht, wie wir... ich klaue jetzt bestimmt kein Pferd. So. Ich bin voll ausgerüstet. Beste Grüße. Ich muss hier... Gibt es einen Händler irgendwo? So. Ich muss hier raus. Du schon wieder? Hab ich nicht gesagt, ich kriege Ärger, wenn ich ausgerechnet dich rauslasse? Hä? Aber... Lebe wohl. Aber da hat doch gesagt, du lässt uns hier raus. Okay, jetzt bin ich verwirrt. Der hat doch gesagt, er lässt uns hier raus. Oder fehlt noch was? Da fehlt aber auch nichts. Hä? Ich muss hier raus. Du schon wieder? Diese Sache mit Sigismund ist letzten Endes gut ausgegangen, nicht wahr? Und wie? Ein guter Anfang. Und als nächstes jagen wir ihn und seine Kriegshuren aus Böhmen fort. Okay. Gibt es hier irgendwo einen Händler? Hast Hunger, was? Du solltest zur Köchin gehen. Sie hat ein gutes Herz. Besonders, wenn du Geld hast. Für alles andere geh zu Votava. Er ist kratzbürstig wie eine nasse Katze. Kann dir aber so gut wie alles besorgen. Hab ihn beim Kornspeicher gesehen. Er ist leicht zu erkennen. Er sieht aus, als hätte er in seinem Leben noch nie eine anständige Mahlzeit gehabt. Aber... Ich muss hier raus. Du schon wieder? Hab ich nicht gesagt... Okay. Mach's gut. Aber der Doc... Ich bin jetzt hart verwirrt. Meinte, es wäre ein Hochgenuss,
unterwegs gewesen. Sigismund Kuttenberg erobert hat, kann man nicht mehr. So, jetzt gehen wir mal zu ihm. Nee. Auch nicht. Quests oder so haben wir ja auch nicht, ne? Da ist der Bäcker, da ist dein Bett. Kampfplatz, Händler. Ich versteh's nicht. Oder den Mann in zwei Hälften. Das Ende der Welt ist nah. Ich verstehe es nicht. Was geht? Kann man nicht einfach drüber springen? Er hat uns gesagt, wir sollen uns voll ausrüsten. Das haben wir jetzt gemacht. Und dann lasst er uns raus. Und da müssen wir uns jetzt ein Pferd noch besorgen. Also klauen. Was wir vergessen können, weil er hier steht. Gott sei mit dir. Gibt es einen Händler irgendwo? Was hältst du von der Flucht? Alles Gute. Das ist einfach eine Dorfbewohnerin. Und die können wir halt einfach nur angucken. Aufsitzen und stillen. Ja, komm halt auch nicht weit. Aufsitzen und stillen. Hauptmann. Ui. Pferd. Herr Darwins Hottehü. Aufsetzen. Oh. Ich muss halt nur hier rauskommen, ne? So, jetzt hat. Wir galoppen jetzt mal. Entschuldigung. Jetzt gucken wir mal, ob wir jetzt rauskommen. Ich muss hier raus. Du schon wieder? Ich blick's nicht. Möge Gott über dich wachen. Optimal beschaffe dir ein Pferd. Okay, wir haben uns jetzt ein Pferd besorgt. Wir kommen hier nicht raus. Ja, bist du... Oh. Ich versteh's nicht. Okay, ja, es tut mir leid, dass wir hier nicht aus dieser Kackbuhr rauskommen. Ich habe keinen Plan, warum. Wir haben uns ein Pferd besorgt. Wir kommen nicht raus. Er hat gesagt, wir sollen uns die Klamotten besorgen. Haben wir auch gemacht. Kommen wir auch nicht raus. Ich weiß es nicht. Wir sehen uns in der nächsten Folge, glaube ich. Oder wir werden jetzt mal den Tag abwarten und das in der Nacht probieren. Ich glaube, das wäre besser. Wir schauen mal. Bis dahin. Tschüss.